Was lange währt, wird endlich gut. Lignolok hat die Bauzulassung für die Bemessung und Ausführung von tragenden Holzverbindungen erhalten. Die Rechenwerte, die man braucht, um den Lignolok jetzt in tragenden Bauteilen einzusetzen, im Holzbau. Jetzt kann halt der Statiker mit den Werten aus einer Zulassung die Tragfähigkeit der Wand berechnen, das was zuvor nicht gegangen ist. Der Nagel darf jetzt im Riegelbau von Fertighausbauern oder von Kleinzimmereien verwendet werden, offiziell und mit Legitimierung. Es hat länger gedauert als gehofft, da es sich bei Lignolok Holznägel um eine radikal neue und andersartige Befestigungstechnologie handelt im Vergleich zu allen konventionellen Verbindungstechniken, die es bisher am Markt gegeben hat. Das ist auch der Grund, warum die Sachverständigen des Deutschen Instituts für Bautechnik eine Fülle an Nachweisen und Gutachten eingefordert haben. Am einfachsten erklärt man das in mehreren Phasen. Phase 1 ist, in dem Augenblick, wo ein Produkt soweit ist, dass man es serienmäßig produzieren möchte, aber eine Bauzulassung dafür braucht, geht man zu einem akkreditierten Institut. Das ist quasi ein Institut, was offiziell für das DIBT testen darf. Mit diesem Institut gemeinsam erstellt man einen Prüfplan. In Phase 2 reicht man das Prüfkonzept und einen Antrag auf Zulassung beim DIBT ein. Die Sachverständigen dort schauen sich diesen Prüfplan an, bringen meistens noch eigene Ideen mit ein, was auch noch geprüft werden könnte, stellen neue Fragen mit neuen Herausforderungen für neue Prüfungen. Darauf wurde dann wieder eingegangen, es wurden die Prüfungen abgewandelt, das wurde wieder eingereicht. Das ist so ein Kreislauf, der dann ein paar Mal vonstatten geht, bis wirklich ein finaler Arbeitsplan steht. Und dieser Prüfplan kann schon mal 1 bis 2 Jahre beim DIBT liegen, bis dieser dann abgesegnet wird, sprich bis wir diesen Prüfplan abarbeiten können. In Phase 3 geht es dann in die Testung. Man generiert Daten. Da muss man ein bisschen ausholen. Der Lignolok ist ja ein nicht genormtes Befestigungsmittel. Hier gibt es keine Standards, hier gibt es keine Vorschriften. Deshalb musste man hier ein komplettes Testszenario entwickeln. Das war jetzt Anfang von 3 Jahren mit Tests. Wir mussten hier ganz neue Wege beschreiten und eigene, vor allem praktikable Tests entwickeln, die auch vom Sachverständigenausschuss abgenommen wurden. Wir haben verschiedene Biegeprüfungen durchgeführt, wir haben Zugversuche durchgeführt, wir haben Dauerstandstests durchgeführt. Mehr als 1000 sage ich mal. In Phase 4 gibt man die Daten wieder weiter an das DIBT. Und dort sitzen dann die Sachverständigen und beraten über die Ergebnisse, ob sie die Bauzulassung geben wollen oder nicht. Was wir mittlerweile wissen, aufgrund von Erfahrung dieses Zulassungsprozesses, ist, dass über einen so langen Zeitraum mit einem so innovativen Produkt auch noch neue Fragestellungen aufkommen. Das heißt, die Sachverständigen, die sich dann vor 2 Jahren das letzte Mal getroffen haben, haben sich zwischendurch auch wieder Gedanken gemacht und meinen dann, nächstes Mal, wenn sie sich treffen und schon Ergebnisse sehen, dass man vielleicht noch irgendwas anderes prüfen müsste und damit die Bauzulassung genehmigen zu können. Und das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Letztendlich haben wir all diese Nachweise zur vollsten Zufriedenheit erbringen können. Und ich glaube auch, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass es sich bei Lignolok um eines der am intensivsten geprüften und erforschten Befestigungsmittel mit Zulassung aller Zeiten handelt. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass es natürlich auch unser Wunsch ist und auch unser Ziel ist, diese Nachweise zu erbringen, sodass Bauherren und Bauträger die Sicherheit haben, dass es sich hier um ein lückenlos geeignetes und sicheres Befestigungssystem für statische Anwendungen handelt.